Hallihallo Freunde und ja, noch einmal ein herzliches Willkommen wegen der ja wegen der Verlosung der Die Mein Master of Puppets Tinte. Ja, und zwar geht es einfach nur ganz kurz darum, ich versuche dieses Video echt kurz zu halten, weil der Gewinner des Preisausschreibens, der hatte mir beim Review von der Tinte schon unten drunter geschrieben, dass er die Tinte nicht haben möchte. Und dann auch verdutzt gewesen ist, dass er sie dann doch gewonnen hat. Ja, das ist bei mir immer so, ne? Also allgemein auch erklärt, wenn ihr bei mir kommentiert, ja, und ich mache immer so eine Art Lesebestätigung, also dass ihr dann auch sehen könnt, dass ich das Kommentar gelesen habe, indem ich also den Daumen drücke und das Herz dazu einschalte. Ja, daran könnt ihr erkennen, dass ich das Kommentar auch gesehen habe und er hatte das kommentiert, auch quasi die Quizfrage beantwortet. Ich hatte ihn dann gefragt, ja, wenn er die beiden Tinten schon hat, also die Master of Puppets und die Hells Bells, ob er dann trotzdem in den Lostopf kommen möchte oder nicht, ja. Das, was er mir darauf geantwortet hat, habe ich leider nicht gelesen und von daher habe ich ihn mit in den Lostopf geworfen. Anyway, ja, wenn ich will, der hat schon, im wahrsten Sinne des Wortes. Und genau aus diesem Grunde mache ich die Verlosung heute noch einmal. Und zwar mit denselben Leuten, die ich letztens in den Lostopf geschmissen hatte. Ja, und zwar, um kurz zu erinnern, wer alles mit dabei gewesen ist. Ja, einmal hier, der Chris hat mitgemacht. Dann der Marco Eggert. Ja. Und Arnulf der Böse. Ja, so, jetzt habe ich die anderen beiden wieder nicht zusammengeknickt. Ich dumm Battle. Ja, der Jan Odewald. Ich werde wohl die Tinte hier loswerden, hallo? JB610. Dann, den habe ich besonders gut geknickt. Tim 1768. Tar Aldarion. Der Hase mit Punkten. Dann der Leopold Tintera. Jessica Dinsel. Black Ink. Vielleicht auch bald Dark Lilac Ink, wenn er gewinnt. Ja. Masha Mellow. Konstantinos Gazokias. Der fahrende Geselle. Stefan Feinen. Black Dad 68. Klaus Herholz. Und der letzte im Bunde. Und ich denke, das sind jetzt alle, die auch wirklich mitmachen wollen. Der Roman Kreitmeier. Ja, so jetzt rühre ich nochmal kurz die Ruhe, die Lostrommel, ja, und möchte nochmal eine kurze Bitte an euch richten, ja. Also wenn ich so ein Preisausschreiben mache, ja, und eine Quizfrage stelle. Und ich würde euch bitten, wenn ihr nicht teilnehmen wollt, auch bitte nicht zu kommentieren, weil dann können solche Sachen nämlich passieren, dass ich so ein Video nämlich noch einmal machen muss, ja. Und in jedem anderen Video freue ich mich immer riesig dolle über Kommentare, aber bei so einem Preisausschreiben kann das schon mal in die Hose gehen, wie man jetzt sieht, ja. Und da wird sich auch die nächste Gelegenheit bieten, wenn ich die Hells Bells verlose demnächst, ja. Und von daher zeige ich euch jetzt, wer jetzt dieses Mal gewonnen hat. Ja, ich greife hier mit meinen Washed-Finger in den Recherbecher, in den hessischen Recherbecher, ja, und habe dann jetzt hier das Los vom
fahrenden Gesellen. Glück gehabt, ja. Fahrender Geselle, bitte melde dich per E-Mail bei mir und an die anderen. Danke fürs Mitmachen und ja, bei Hell's Bells einfach nochmal versuchen und dann klappt es auch vielleicht bei euch. Okay, Freunde, also dann, bis dann. Ciao.